Ja, herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren hier zu diesem weiteren Video. Gestern fand ja bekanntlich das OPEC-Plus-Treffen statt, also der OPEC-Staaten plus Russland, wo eine Einigung erzielt worden ist, die Erdölfördermenge nochmal deutlich zu drosseln, sehr zum Ärger und auch entgegen der lautstarken Forderungen der USA. Diese Entscheidung führt natürlich unweigerlich zu einem Stopp der Senkung der Ölpreise und zur Stabilisierung dieser Ölpreise auf dem verhältnismäßig hohen Niveau von ca. 90 Dollar pro Barrel. Sogar jetzt seit der gestrigen Entscheidung ist dieser Preis auch etwas gestiegen auf ca. 93, 94 Dollar pro Barrel. Aber ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf den wirtschaftlichen Aspekt dieser ganzen Entscheidung eingehen, also dass die Exporteure, unter anderem jetzt Russland, weiterhin hohe Einnahmen erzielen können aus dem Verkauf von Erdöl und auf der anderen Seite, dass sich die Energiekrise im Westen weiter zuspitzen wird und dass da auch kein Ende erstmal in Sicht ist, sondern betonen möchte ich heute vor allem den geopolitischen Aspekt. Denn wie unter anderem Putin und Lavrov immer wieder sagen, also erstmals wurde diese These geäußert bei Putins Münchner Rede im Jahre 2007, dass die USA eine unipolare Weltordnung anstreben bzw. diese etablieren oder aufrechterhalten wollen, wo sie den Rest der Welt praktisch rumkommandieren und auf dessen Kosten leben können. Und diese Entscheidung der OPEC bzw. der OPEC Plus hat den USA jetzt in dieser Hinsicht ganz klare Grenzen aufgezeigt und dessen Machtverlust in der Welt nochmal eindrucksvoll demonstriert. Man kann sogar sagen, dass sie die USA vor der ganzen Welt blamiert und vorgeführt haben. Denn die USA haben, wie gesagt, die ganz lautstark die Forderung gestellt, dass diese Entscheidung eben nicht getroffen wird. Jetzt im Sommer ist ja auch Biden einmal nach Saudi-Arabien gereist, wo er versucht hat, eine Erhöhung der Erdölfördermenge durchzusetzen. Und jetzt diesmal forderte Biden eben, diese Erhöhung nicht zu beschließen. Und die OPEC Plus, hat die Forderungen der USA eiskalt ignoriert. Also man kann hier durchaus von einer Blamage der USA sprechen, die ja wie gesagt einen Anspruch stellen, hier das Land Nummer 1 zu sein und ja, der Chef der gesamten Welt zu sein. Ja. Besonders bemerkenswert, wie ich finde, ist der Fall Saudi-Arabien, was ja im Rahmen der OPEC, jetzt ohne Russland, ohne Zweifel der wichtigste Akteur ist. Und jahrzehntelang war ja Saudi-Arabien vor allem ein Verbündeter der USA und auf der anderen Seite auch ein Gegner Russlands. Wenn wir jetzt beispielsweise einige Episoden aus der jüngsten Geschichte mal aufgreifen, so hat ja Saudi-Arabien beispielsweise Ende der 80er Jahre auf den Befehl von damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan die Ölförderung massiv erhöht und auf diese Weise den Ölpreis in den Keller getrieben, was auch sicherlich zum Teil beigetragen hat zur Niederlage der Sowjetunion am Ende. Dann hat Saudi-Arabien jetzt schon nach dem Zerfall der Sowjetunion in Russland verschiedene extremistische Gruppen unterstützt, unter anderem jetzt im Kaukasus, gezielt auch im Laufe der Zeit versucht, die Moscheen zu unterwandern und ja, ihre radikale Version vom Islam sozusagen nach Russland zu bringen und in Russland zu verbreiten. Oder wenn wir jetzt auch den Syrienkrieg nehmen, so standen ja Saudi-Arabien und Russland auf unterschiedlichen Seiten, also auf gegnerischen Seiten. Davon abgesehen ist ja beispielsweise auch der Iran ein enger Verbündeter, kann man sagen, von Russland und zur gleichen Zeit einer der größten Erzfeinde von Saudi-Arabien. Also was ich einfach mit all dem sagen will, ist, dass ich zeigen möchte, dass Saudi-Arabien zu keinem Zeitpunkt jemals ein Freund von Russland war, ein Verbündeter von Russland, sondern fast immer in allen Episoden eigentlich auf einer Seite stand mit den USA, gerade auch dann, wenn es gegen Russland ging. Trotzdem ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren irgendetwas passiert, dass Saudi-Arabien scheinbar nicht mehr bereit ist, den USA ohne weiteres zu gehorchen, sondern stattdessen jetzt in dieser wichtigen Frage sich auf die Seite Russlands gestellt hat. Zumindest stellen das die westlichen Medien so dar und die USA, dass sich Saudi-Arabien irgendwie jetzt
auf die Seite Russlands, wie gesagt, gestellt hat. Wobei ich aber auch gleich dazu sagen will, dass Saudi-Arabien auch heute definitiv kein Freund und kein Verbündeter Russlands ist und dass es nicht deren Ziel ist, irgendwie im Russland einen Gefallen zu tun, Russland zu helfen, sondern sie tun das in erster Linie für sich aus ihrem eigenen Interesse. Und dabei ist die Logik auch ganz klar, denn jetzt, wo die USA und der Westen weitestgehend mit der Bekämpfung Russlands beschäftigt sind, haben sie logischerweise dadurch auch weniger Ressourcen, weniger Kapazitäten für die anderen Bereiche, für die anderen Fronten, wenn man das so nennen kann. Natürlich nutzen da verschiedene Kolonien, ja, wozu ja auch Saudi-Arabien gehört, die Gunst der Stunde, um sich unabhängiger zu machen von den USA, vom Westen, wie Putin das ausgedrückt hat, den Grad an ihrer Souveränität zu erhöhen. Und dementsprechend natürlich auch immer weniger Ressourcen an den Westen abzugeben, also wie Putin das genannt hat in seiner jüngsten Rede, die koloniale Prämie oder Hegemonialprämie zu verringern. Und genau das findet jetzt auch gerade statt. Ja, unter anderem jetzt bei der Entscheidung der OPEC Plus. Und genau das meinen ja auch immer wieder Putin und Lavrov, wenn sie sinngemäß sagen, dass das wesentliche Ziel der Spezialoperation ist, die unipolare Weltordnung zu zerstören und dass diese unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.